2018 ist das Jahr von der Magie. 2018 ist das Jahr der Magie im Toverland. Und damit hat die Direktorin Caroline Kortums vollkommen recht. Das Toverland liegt in Sevenum, kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo. Mit über 35 Attraktionen im In- und Outdoor-Bereich bietet der noch recht junge Park für jeden etwas. Achterbahnen jeglicher Art, schöne Wildwasserbahnen, aufregende Karussells oder viele kleine Rides für Kinder. Es fehlt eigentlich an fast nichts. Was es alles genau gibt, stellen wir euch bei uns im Parkcheck-Video vor. Dieses Jahr gab es dann gleich zwei neue Themengebiete, eine Wasserbootsfahrt und eine neue große Achterbahn. Wie dies alles entstanden ist, haben wir für euch begleitet. Die erste offizielle Bekanntgabe gab es im September 2017 in Holland und einen Tag später in Berlin bei der European Attraction Show, kurz EAS. So, yesterday we did the announcement of our new team area in Holland, but today we are in Berlin. And I can already tell you that we have some new things to show you today, so keep your eyes open today. Die größte Erweiterung der Parkgeschichte vergrößert das Toverland gleich um das 1,5-fache. Damit das Gesamterlebnis auch perfekt ist, hat man wie auch schon oft in der Vergangenheit für die musikalische Untermalung mit IMAscore zusammengearbeitet. Insgesamt hat das Team aus Paderborn rund 190 Minuten Musik und Soundeffekte erstellt. Allein für den Bereich Avalon gibt es auf 7 Songs 90 Minuten IMAscore-Musik. Der Tag im Toverland beginnt aber als erstes mit einem neuen Parkplatz. Soweit nichts Besonderes. Gäbe es nicht auch einen neuen Eingang? 2001 hat man in Sevenum als kleiner Indoor-Park angefangen, der sich in den letzten Jahren deutlich zum Outdoor-Themenpark entwickelt hat. Dazu passt es nun aber nicht mehr, den Park durch Hallen zu betreten. Außerdem wachsen die Besucherzahlen und so entstand die Idee zu einem neuen Eingang. Dieser soll aber nicht nur schnöde in der Landschaft stehen, sondern auch eine Geschichte haben. So schließt sich hier das neue Themengebiet Port Laguna an. Man wollte einen ruhigen mediterranen Bereich zum Verweilen und Erholen haben. Aber wie entstand Port Laguna? Ein einsamer Strandsammler fand eines Tages eine Flaschenpost am Strand. In dieser befand sich ein Zauberspruch. Mutig wie er war, sagte er diesen Spruch auf und seitdem wurde der Strand mit Reichtümern überschüttet. Dies lockte diverse Händler nach Port Laguna, die dort ihre Hütten errichteten. Und so entstand die kleine Hafenstadt. Damit aber nur gute Magie hierher kommt, gibt es Grenzkontrollen. Die Torwächter stehen an der Ticketkontrolle und lassen keine dunkle Magie rein. Das ist eine sehr schöne Art und Story für die Ticket- und Sicherheitskontrolle. Davor finden sich übrigens für alle, die noch kein Ticket haben, 12 neue Kassen und um Chaos zu vermeiden, sind Gruppen-, Schulklassenkassen von den normalen Kassen getrennt. Das erste neue Gebäude nach der Grenzkontrolle und das Verlassen der Niederlande und Betreten des Toverlands ist Mondo Magica. Dies ist der neue Hauptshop vom Toverland, an dessen Decke Sonnenstrahlen in alle Richtungen des Toverlands zeigen. Denn im Mondo Magica gibt es den gesamten Merch aus allen Themenbereichen. Gegenüber davon sind die Tresore von Port Laguna. Da hier zwielichtige Halunken bereits einbrechen wollten, gibt es auch einen riesen Kanonenkugeleinschlag. Sehr elegante und charmante Art, die Locker im Park unterzubringen. Weitere Parkinfrastruktur gibt es bei Manjana. Links befinden sich die Toiletten und rechts ein Snackstand und um die Ecke auch eine holländische Snackwand. Die Familie Magistralis, zu der auch der Strandsammler gehört, hat hier auch den Magistralis Magic Store, in dem weitere magische Flaschenpost gesammelt wird. An sich besteht das Ganze aus zwei Abschnitten.
Als erstes geht es ins Magisein, was ein Wortspiel aus dem holländischen Magazin für Lager und Magie ist. Hier gibt es eine kleine Show. Und ja, es steht alles auf dem Kopf. Grund ist ein unsachgemäßer Gebrauch von dunkler Magie. Im Anschluss geht es in den Zaubershop des Sammlers, in dem man unter anderem auch Zauberstäbe kaufen kann. Die beiliegende Karte zeigt die Punkte in Port Laguna, wo die Magie am besten wirkt. Wie an einem richtigen Strand fehlt es auch hier nicht an Midway Games und die neue Game Gallery bietet dem Toverland bzw. Port Laguna angepasste Klassiker. Fische angeln passt natürlich von Natur aus. Beim Bällewerfen wirft man dagegen mit Perlen. Und beim Camel Race gehen Seepferdchen an den Start. Er wurden 3 verschillende Spelle angeboten, maar natuurlijk wel op een manier die bij Port Laguna past. Hier hebben we het welbekende ballen gooien, maar in Toverland gaan we niet gewone ballen gooien, wij gaan natuurlijk mooie parels gooien. Aan deze kant, aan de linkerkant, daar kunnen de kinderen of de volwassenen ook visjes vangen. En in het midden, mijn persoonlijke favoriet, hier komt een kamelenrace. Ja. Maar dan natuurlijk een zeepaardjesrace. In de midden van Port Laguna vindt zich La Sirena. Die Meerjungfrau Galions Figur fehlt aber am Schiffswrack in der Lagune und findet sich an einer anderen Stelle im Magistralis Magic Store. Neben Spielmöglichkeiten lädt die Lagune zum Verweilen ein und ist auch Heimat der neuen Hauptbühne des Toverland. Damit ihr diesen Bereich auch von überall aus dem Park schnell wiederfindet, beheimatet er das neue Wahrzeichen vom Toverland. Solaris ist ein schöner und auch funktionierender Leuchtturm. Und nicht nur als Wegweiser und Orientierungspunkt dient Solaris, sondern auch als Eisdiele mit Waffelbäckerei. Wäre dies alles nicht schon genug für eine Saison, gibt es auch noch ein zweites neues Themengebiet. Avalon Live the Legend. Und für Avalon, welches sich hinter dichtem Nebel versteckt und die Heimat von Zauberer Merlin ist, zeichnet sich größtenteils der Chefdesigner vom Toverland, Pete van Holstein, verantwortlich. Natürlich gehört zu dieser immersiven Area auch direkt am Eingang das Schwert Excalibur. Natürlich hatten die Menschen im Reich von König Arthur reichlich Hunger und haben auf Reisen urig in Tavernen gespeist. Da man zu Pferde war, mussten diese ja auch in der Zeit irgendwo geparkt werden. Dafür gab es einen Stall an der Seite der Taverne. Im Toverland ist der Stall die Toilette. Neben dem Außenbereich mit Snackstation und Spielplatz und diversen Terrassen zum Sitzen gibt es im The Flaming Feather große Menüs für den großen Hunger. Damit ist The Flaming Feather übrigens das erste Table Service Restaurant im Toverland, welches auch als Event Location gemietet werden kann. Drinnen gibt es insgesamt 130 Sitzplätze und draußen weitere 300. Avalon hat außerdem 2 große Attraktionen bekommen. Zum einen Merlin's Quest. Hier geht es auf die Reise nach Tir na n'Og. Bevor dies aber passiert, startet das Abenteuer im Bootshaus, in dem uns eine kleine, sympathische und schlafende Kreatur erwartet. Damit wir gut ausgerüstet sind für die Reise von 12 Minuten, vielleicht auch 12 Monaten oder 12 Jahren, gibt es einige coole Items am Boot. Wir haben several boats with several colors. And because we are going on a journey, on a quest, and we don't know how long it takes, it might be 12 minutes, it might be 12 weeks, it might even be 12 years, we don't know yet. Merlin's Quest besitzt auch den ersten Dark Ride vom Toverland. Und wenn man sich die kleine Halle hier anguckt, ist es noch unglaublicher, wie lang der Dark Ride Part ist. Für einen Großteil der Thematisierung konnte man die Profis von Universal Rocks gewinnen. Im Winter bei Schneefall wurden die Drahtgrundgeflechte für die Felsen draußen noch in der Halle vorbereitet. So seht ihr auch einmal, wie sowas Stück für Stück wächst. Der Ride selbst wurde von Mugrats geliefert. Und Mugrats CEO Christian von Elverfeld betont selbst auch nochmal, wie stolz die Firma Mug ist, diesen Auftrag für das Toverland auszuführen. Da nicht nur Mugrats, sondern auch das Toverland Familienunternehmen sind. And for us as Mug Rides, we did build the spinning coaster a few years ago with Toverland, and we are very proud to work again with you and your great team.
And because you are family business, we are family business. You look very hard on theming. This is very important for you, and this is also always very important for us, as you know. Nach Werbelwind 2012 ist Merlin's Quest die zweite Markanlage in Sevenum. Auf den 430 Metern Strecke sind bis zu 14 Boote unterwegs, von denen auch zwei behindertengerecht sind und Platz für Rollstühle bieten. So kommt man auf eine Kapazität von 950 Personen pro Stunde. Die 16 Personen fassenden Boote sind auch nicht einfach vom Band gelaufen. Jedes einzelne enthält viel Handarbeit für die vielen Details. Merlin's Quest ist im Außenbereich auch ein super Aussichtspunkt für die zweite Attraktion in Avalon. Vorher aber Meinungen zu Merlin's Quest. Merlin's Quest, ich finde, es ist eine entspannte Bootsfahrt. Es ist natürlich, der erste Bereich ist sehr rumdümpelnd, ein bisschen mehr Musik wäre ganz schön. Dark Ride Part, mega geil. Also wirklich tolle Effekte. Animatronics könnten noch ein Tick mehr sein, aber hat Spaß gemacht. Und dann hast du natürlich noch den tollen Ausblick auf die sehr, sehr geile Bahn mit Phoenix. Ne? Also auf jeden Fall für den Park ein gelungener Dark Ride, Bootsfahrt, würde ich sagen. Für mich ist Merlin's Quest eine schöne Bootsfahrt mit einem klasse Dark Ride Part. Schöner wäre es gewesen, wenn an den Seiten, wo eben nicht der Dark Ride Part ist, noch ein bisschen mehr Entertainment wäre, wie Fontänen oder Musik oder so. Das finde ich ein bisschen schade, aber der Dark Ride Part reißt es auf jeden Fall raus und das kann das Toverland anscheinend sehr gut. Der Turm von Avalon, der aussieht wie der Hut von Merlin, markiert den Eingang zu Phoenix. Warum Phoenix? Merlin kämpft gegen die dunkle, kalte Magie und wer hilft da mehr als der Feuervogel? Bevor es soweit ist, musste die Bahn erstmal gebaut werden. In dem Bereich von Avalon befand sich vor dem Bau noch ein See. Das Wasser, was wir hier herausgepumpt haben, hier war ja vorher auch See, wurde hier reingepumpt und sobald das fertig ist, wird das Wasser dann wieder einmal darüber gepumpt. Als erstes müssen für eine Achterbahn Fundamente gegossen werden. Beim Einschalen kommen gleich die Gewindestangen mit in den Beton, auf denen dann die Stützen montiert werden. So wächst Stück für Stück von unten nach oben die Achterbahn. Den Aufbau im Toverland haben die Profis von RCS durchgeführt. Und das kann man sagen nach der Fahrt. Die Jungs von Ride Construction Service haben einen guten Job gemacht. Vor dem Flug geht es als erstes in die lange, wunderschöne und düstere Queue-Line, in der euch auch Merlin noch ein paar Dinge mit auf den Weg gibt. Hier teilt sich die Schlange auch auf für die erste und alle anderen Reihen und dann auch nochmal auf die linke oder rechte Seite. Die Station ist dann der Ort, an dem Merlin den Phönix aus der Asche hervorbeschwört, der im Anschluss in den blauen Himmel aufsteigt. Hier befindet sich im noch nicht fertigen Dark Ride Part das Abstellgleis für den zweiten Zug von Phoenix. Auf der Oberseite der Züge seht ihr natürlich den Phoenix selbst. Fun Fact am Rande: Die Wartungshalle der Boote von Merlin's Quest befindet sich direkt unter der Station von Phoenix. Wer sich jetzt zu Recht fragt, was für eine Achterbahn Phoenix eigentlich ist, bekommt jetzt ein paar Hard Facts. Hersteller ist die Schweizer Firma Bollinger & Mabillard, kurz B&M. Vom Typ ist Phoenix passend ein Wingcoaster. Heißt, man sitzt links und rechts von der Schiene. Hier finden pro Zug 24 Personen Platz, was bei zwei Zügen theoretisch 1000 Personen pro Stunde gibt. Leider ist es bei Phoenix wie bei allen B&M-Bahnen so, dass die Mindestgröße 1,40 Meter beträgt. Erfüllt man diese Voraussetzung, geht es aus der Station in einer Rechtskurve in den Lift, der den Zug 40 Meter in die Lüfte bringt. Nun erwartet euch die erste von drei Inversionen. Der Dive Drop bzw. Wing Over bringt die Züge auf bis zu 95 km/h. Maybe for some of you it's new. So the wing over drop will be like you go on the lift hill, then we have a turn, and then you will turn around your axe and you dive downwards, 40 meters to the ground. It's a very intense but a very impressive experience. Was den darauf folgenden Airtime-Hügeln noch spaßiger macht. Der erste Nirmes-Effekt leitet die zweite Inversion ein und es geht in den Immelmann. Phoenix ist schon eine ordentliche Gehkeule. Vor allem die nun folgende Helix hat es in sich. Das Gegenteil sind dann negative Gs. So geht es zurück über den See in eine Zero-G-Roll, die in einen zweiten Tunnel stürzt. Was man beim Bau interessanterweise auch sehen konnte, ist, dass hier zuerst die Schienen standen und dann erst die Tunnel gebaut wurden. Nach ein paar Kurven sind dann auch 813 Meter Strecke abgefahren.
813 Meter klingt nicht viel, aber Phoenix ist der längste B&M Wing Coaster in Europa. Außerdem ist Phoenix der erste und bis jetzt einzige Wing Coaster der Benelux-Länder. Und das reicht noch nicht. Phoenix ist auch noch die höchste Inversionsachterbahn der Benelux-Länder. Dafür musste das Toverland alleine für Phoenix 17 Millionen Euro auf den Tisch legen. Auch zu diesem Wing Coaster haben wir euch Meinungen mitgebracht. Ja, also ich sag mal so, ne? Die Bahn, sehr, sehr schön, sehr schöne Fahrt und sie passt einfach wirklich 100% in diesen Park. Diese ganze Stimmung, diese ganze Thematisierung, die Fahrt an sich ist nicht zu extrem. Also die Helix, die drückt schon echt geil, aber der Erdteilhügel ist heftig. Also was könnte es Besseres für diesen Park geben als diese Bahn momentan? Ich fand die Bahn super. Einfach die Abfahrt nach oben und dann dieser Drop, der war einfach so krass. Ich dachte so, scheiße, es ist hoch, es ist hoch. Ja, war super. Boah. Diese Erdteil auf jeden Fall. Bei diesem einen Hügel. So beeindruckend die gesamten Neuheiten im Toverland klingen, sind sie auch. Der kleine Park in Sevenum ist gar nicht mehr klein und ein ernstzunehmender Player in Europa. Jetzt fehlen nur noch die hohen Besucherzahlen. Aber das macht ihr jetzt schon. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch bei Tessa Maaßen und Tobias Scherers bedanken, die dieses Video erst möglich gemacht haben. Und ihr fahrt nun ins Toverland. Discover your own magic.